In Riesa wird gebaut. Die Elbland-Polikliniken werden direkt an der Elbe zukünftig ihr neues Domizil finden. Für den Geschäftsführer Ralf Schibbe war das ein Schritt, der zwingend notwendig war. Wir befinden uns hier in Riesa und wir haben hier 5 Praxen, die wir jetzt in Eigenregie führen. Diese 5 Praxen haben wir sensationell an 4 Standorten untergebracht. Das heißt, auf das kooperative Miteinander müssen Sie hier leider verzichten. Das sind auch zum Teil Praxisräumlichkeiten, wo wir sagen, da haben wir schon im Landkreis andere Voraussetzungen. Wir wollen aber die Leute gerade hier in die Peripherie, jetzt muss ich mal für den Landkreis eher aussehen, oder das die Riesa darunter leihen, aber das ist jetzt nicht der bevorzugte Standort. Denen wollen wir hier eine Perspektive geben, indem wir die Praxen, die wir haben, erstmal zusammenführen. Das ist unser einer Punkt. Und dann haben wir vor, die Praxen von der Größe her so zu gestalten, dass wir bei der fachgleichen Richtung immer noch mal jemanden dazu bringen können. Das könnte jemanden sein, der ebenfalls Facharzt ist. Oder wir versuchen dort Weiterbildungsbefugnisse zu bekommen, um junge Ärzte erstmal ranzuführen und dafür die räumlichen Struktur vorzuhalten. Und von den Fachrichtungen sprechen wir ganz klar. Wir würden gerne mit der Orthopädie ebenerdig anfangen. Oben drüber in dem ersten OG würde es sich dann um die Frauenheilkunde, die Allgemeinmedizin und die Urologie handeln. Und ganz im zweiten OG würde sich dann die Onkologie ansiedeln. Und bei der Onkologie haben wir noch die Idee, dass die dann auf den Chemostühlen sehr lange ausharren müssen, dass die den Blick zur Elbe genießen können. Das Konzept des medizinischen Versorgungszentrums ist keine neue Idee, bietet für Patienten und auch für die Mediziner nahezu optimale Bedingungen. Für die Patienten, wir haben eine Anlaufstelle. Ja, von ärztlicher Seite ganz klar das kooperative Miteinander. Wir könnten uns auch vorstellen, so ein Generationenhaus zu schaffen, dass wir vielleicht noch eine Fachrichtung mit reinbringen, beispielsweise Kinderheilkunde, dass wirklich ein Anlaufpunkt von Kinder, Frauen, Ortho bis hin zur Onko unter einem Dach sich ansiedeln. Und dann endlich auch für die nachfolgende Generation beantwortet wird die Frage: Ich freue mich auf das kooperative Miteinander. Ja, hier findet statt. 2024 soll das MVZ in Riesa den Betrieb aufnehmen. Für die Landkreisbewohner in der Region um Riesa ein großer Vorteil in der medizinischen Versorgung. In der Vernetzung mit den Krankenhäusern des Verbundes können die Elblandkliniken ihre Vorteile zum Wohl des Patienten ausspielen.